Ein äußerst krasser und talentierter Cast. Ich bin Cecilia, ich bin, warte mal, ich muss selber mal überlegen, wie alt ich bin, warte mal, 27 bin ich geworden, ja, ganz kurz, aus Düsseldorf, okay, gut. Und noch wesentlich krassere Ausraster. Zu diesem Zeitpunkt sah sich das Produktionsteam gezwungen, in die Geschehnisse einzugreifen, um die Situation zu deeskalieren. All das ist das brandneue Format Reality Backpackers. Und weil das, glaube ich, wirklich ziemlich gut werden wird, werde ich es natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex, der übrigens am 7.10.1982 geboren ist und der sich sehr auf dieses neue Format freut, das es übrigens exklusiv auf Join zu sehen gibt. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung, wenn du es in voller Länge gucken willst. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall, denn die haben einen wirklich guten Cast zusammengestellt. Hier ist schon der erste und der war immerhin sogar mal im Dschungelcamp und da sogar einigermaßen beliebt. Ob in Korea, Thailand, Italien, Spanien, Türkei, ich kann jedem Land Unterhaltung bringen. Ich hab das in meinem Blut. Ja, das kann er tatsächlich. Und falls du ihn nicht kennen solltest, wobei mich das ehrlich gesagt wundern würde, das ist Cosimo. Der ist nicht nur der Meister im sehr merkwürdige Sätze bilden. Nein, er kann auch sehr gut mit Filtern umgehen. Gerne benutzt er auch einfach mal alle gleichzeitig, die es so gibt. Aussehen ist, glaube ich, für jeden Menschen sehr wichtig. Muss keine Muckis haben. In Notfall ein bisschen Photoshop und fertig. Wo ist das Problem? Wild wie eine Miezekatze. Eine der Besonderheiten bei diesem Format ist dann übrigens, dass die Kandidaten gar nicht so wirklich wissen, warum sie da jetzt eigentlich sind und was sie da machen. Und trotzdem haben sie einen Vertrag unterschrieben. Das ist ein bisschen so, als wären sie bei einem Escort-Service angestellt, oder? Aber egal. Cosimo ist auf jeden Fall von der Villa, in der er am Anfang sein darf, sehr begeistert. Ich habe was Schlimmes gedacht. Zelten oder irgendwie im Wald, so wie Dschungel. Das Coolste, was passieren könnte, ist, ja, jeden Tag Party machen zu dürfen. Ja, Cosimo, allerdings gibt es ungefähr schon 19.000 Formate, bei denen irgendwelche halbtalentierten Spackos die ganze Zeit Party machen. Und glücklicherweise ist dieses Format nicht so eines. Allerdings gibt es hier auch was zu gewinnen. Aber warum soll man dann eigentlich die ganze Show durchspielen und erst dann den Gewinn bekommen, wenn man ihn sich schon vorher mal einfach nehmen kann? Menge Geld! Da sind Cosimos Langfinger wohl leicht in die Preisgeldkiste gerutscht. Also das macht man aber nicht. Schließlich ist das das gemeinsame Preisgeld von 120.000 Baht. 120.000 Baht, das sind umgerechnet ja ungefähr... Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Aber ich glaube für so ein Reality-TV-Format eigentlich gar nicht so schrecklich viel. Insofern vielleicht ganz gut, dass Cosimo schon was genommen hat. Das wird allerdings noch für großen Ärger sorgen. Vorher müssen wir uns aber den Rest des Casts natürlich mal angucken. Und die nächste Dame ist auch eine ganz besondere. Ich bin real. Das zählt an erster Stelle für mich. Christina trinkt, ja? Natürlich trinke ich. Haben wir Whisky? Ja, das ist Christina. Die kann nicht nur sehr gut saufen, sie kann auch sehr gut aggressiv sein. Und sie wird in diesem Format auch noch sehr gut im Bodyshaming sein und im Ausrasten. Aber sie selbst hält sich auf jeden Fall mal für den großartigsten Menschen der Welt. Damit ist sie aber leider auch alleine. Ich liebe es einfach, dieses Leben als Reality-Star. Cosimo setzt ja dann eher auf Filter. Bei Christina ist es so, die setzt eher auf Real-Life-Filter. Und ehrlich gesagt habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber eigentlich ist plastische Chirurgie wirklich genau das, oder? Es ist einfach ein realer Filter. Irgendwie traurig. Also mein Äußeres ist mir schon wichtig. Ich frag lieber, was ich nicht machen lassen habe. Nails, Hair, Hips. Lippen, Nase zweimal, Botox, Hyaluron, Fäden setzen lassen, Mini-Facelift. Wer es nicht mag, bitte jetzt schon wegschalten, bevor ich mir irgendeine Scheiße wiedergeben muss. Also ich persönlich bin der festen Überzeugung, jeder soll mit seinem Körper letztlich das machen, was er möchte. Ob man es dann natürlich ästhetisch findet, ist wieder eine andere Frage. Mir persönlich gefällt es jetzt nicht so, aber letztlich ist es halt auch nicht weiter schlimm. Eine Sache verstehe ich nur nicht. Was heißt eigentlich Fäden setzen? Kann mir das mal jemand in den Kommentaren erklären? Aber okay, wir können ja währenddessen Christina mal weiter zuhören. Und auch die freut sich auf dieses Format, denn es ist ja mal was ganz anderes. Die meisten Shows, wo ich mitgemacht habe, waren halt immer mit Ex-Freunden oder mit Freunden. Ich bin echt gespannt, wer alles kommt. Es war immer irgendein der mir auf den Sack gegangen ist. Christina, da kann ich dich tatsächlich beruhigen. Hier ist keiner deiner Ex-Freunde. Sonst hätte ich das Format nämlich ehrlich gesagt auch nicht kommentiert, weil die sind alle wirklich unfassbar schrecklich. Aber auch sie weiß zumindest schon mal, was sie nicht machen möchte. Ja, nur da habe ich schlechte Nachrichten, ne? Ich glaube, das Schlimmste wäre für mich, wenn ich irgendwo draußen schlafe. Oder wenn ich keine Dusche hätte zum Duschen. Das geht nicht.
Spoiler, es wird keine Dusche geben. Dafür allerdings noch andere Kandidaten. Und die nächste kommt tatsächlich auch, wenn man so möchte, direkt aus dem Dschungelcamp. Beziehungsweise, ich glaube, sie hat in der Zwischenzeit auch schon 39 andere Formate gemacht. Aber egal, hier ist jedenfalls, das weiß ich selber nicht mehr so ganz genau. Ich bin Cecilia, ich bin, warte mal, ich muss selber mal überlegen, wie alt ich bin. Warte mal, 27 bin ich geworden, ja, ganz kurz. Aus Düsseldorf, okay, gut. Wer kommt denn da? Mann, Cosimo, das ist doch deine alte Freundin Cecilia. Und die beiden waren ja sogar zusammen im Dschungel. Und normalerweise schweißt sowas ja auch zusammen. Bei denen ist es allerdings eher eine magnetische Abstoßungsreaktion. Die ist mir zu stressig. Also für mich kann niemand Schlimmeres reinkommen, außer du, also bei dir. Was ist das denn? Ich muss sagen, wir waren im Dschungel zusammen, da ist eine ganz andere Situation. War am Schluss nicht mehr cool. Okay, auch Cecilia hat natürlich noch keine Ahnung, was das für ein Format ist, weiß aber auch wieder ganz genau, was sie nicht machen möchte. Und fast könnte man denken, dass Join das wirklich ganz gut zusammen gecastet hat. Ja, ich bin nicht naturverbunden. Ich brauche keine Natur, also schon so schön anzugucken. Aber ich muss jetzt nicht in der Natur schlafen. Also bisher muss ich auf jeden Fall sagen, der Cast ist ein bisschen berühmter im Durchschnitt, als ich das jetzt erwartet hätte. Also wenn man nach Trash-TV-Kategorien geht, denn richtige Promis sind das natürlich trotzdem alle nicht. Und auch der nächste ist durchaus jemand, den man aus dem TV schon kennen könnte und hassen. Also ich glaube, die meisten hassen ihn. Guten Tag. Bonjour. Wie geht's dir? Ich bin der Tommy. Hallo. Yeah. Ja, wie geht's? Und ich komme aus Nizza. Tja, und auch Tommy hat sich dann nicht nur schon durch 39 Dating-Formate gedatet. Nein, auch er hat eine Vorliebe für das, was alle Promis im Sommer gerne mögen. Und auch das ist irgendwie wieder traurig, aber es stimmt halt. Geil, Alter. Habt ihr schon? Ja, du, dann machen wir ein bisschen. Ist dann für mich, ne? So, erstmal, was machen wir hier? Weil ich sehe eine Villa, ich denke mir, Dating-Show. Nein, keine Dating-Show. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich zum Glück, denn ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Jahr häufig genug gesagt habe, aber ich werde in diesem Jahr, glaube ich, nicht mehr so viele Dating-Shows machen, weil sie mir persönlich ein bisschen zum Hals raushängen. Da ist mir diese neue Show auf jeden Fall viel lieber. Was mir allerdings nicht unbedingt lieber ist, das sind die Kandidaten, denn vorhin hat Cosimo ja schon ein bisschen Preisgeld geklaut und er ist da nicht der Einzige. Also schau mal. Schon gut. Man muss sehr klug denken, ne? Sehr taktisch denken. 8.180. Wow, was für eine geile Zahl. Ja, die Reality-Stars waren großzügig zu sich selbst. Die Gewinnsumme ist durch die Plünderung mal eben um 23.280 Baht geschmolzen. Damit gibt es auf jeden Fall schon mal eine positive Sache. Für Cosimo überwiegen allerdings wirklich die negativen. Und ich weiß gar nicht, warum der so ein riesengroßes Problem mit Cecilia hat. Hat er aber offensichtlich wirklich. Nur sollte er dann vielleicht nächstes Mal den Vertrag, den er ja angeblich gefordert hat, auch wirklich mal lesen. Nach Dschungel, Minja, ich habe gedacht, ich sehe dich nie wieder. Ich habe extra im Vertrag schreiben lassen, die Leute, die ich nicht haben will. Ja, Cosimo, hat glaube ich überhaupt nicht geklappt. Die nächste Kandidatin ist dann allerdings eine, die er nicht kennt, die allerdings sogar auch schon mal im Dschungel war, allerdings ein Jahr vor ihm und die glaube ich sogar als erste rausgeflogen ist, was normalerweise dafür spricht, dass sie wirklich sehr unbeliebt sein muss. Schade, ich mag sie nämlich sogar. Du warst Dschungel, gell? Genau, ja. Mein Name ist Sarah Tabitha. Hi, Tommy. Ich liebe Mimosas. Und das ist gar gut. Hi. Lange nicht gesehen. Genau, ja. Und ich mag halt auch Geld. So what? Ja, das ist tatsächlich die einzigartige Tara, die man in Deutschland vielleicht wirklich nicht unbedingt kennen muss, die in Österreich aber tatsächlich sowas wie ein großer Star ist. Auf eine sehr negative, unangenehme, ziemlich miese Weise. In Österreich bin ich ja mittlerweile seit 13 Jahren im Fernsehen, seit ich 17 Jahre alt bin. Ich bin definitiv eine der bekanntesten Frauen Österreichs. Stimmt, wie gesagt, wirklich. Damals hat sie zum Beispiel einen Rasensprenger als Regenbogenmaschine bezeichnet und hat sich durch so ziemlich jede Disco in Wien gedatet. Aber diese Zeiten sind für sie vorbei und mittlerweile ist sie zwischen den beiden sowas wie die Wüste Gobi. Will ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß, das glaubt mir fast niemand und ist auch ein bisschen peinlich. Das hat 1,5 Jahren kein Sex. Oh. Wie immer bei diesem Hilfsersatz möchte gern Promis der zweiten Klasse, ist es dann natürlich so, dass es da doch wieder ziemlich viel Streit schon vor den Formaten gibt, weil die treffen sich halt andauernd auf Partys, weil sie ja sonst irgendwie kein Geld verdienen und irgendwo ja an den Champagner kommen müssen. Und dabei hassen sie sich dann regelmäßig. Tina und Tara mögen sich deswegen zum Beispiel auch nicht. Ich weiß, was sie einmal zu mir gesagt hat. Ich war an ihrem Geburtstag, die hat mit Kelvin zusammen gefeiert, sagte sie, danke, dass du da bist, aber ich weiß, du magst mich nicht. Ja, ich kenne sie doch gar nicht, Junge, was labert sie mich voll? Spoiler, genau deswegen werden die beiden später
später noch ein Team. Vorerst kommen wir aber tatsächlich mal zu einer Kandidatin, die nett ist. Also ich bin selber überrascht, dass ich das jetzt hier sagen muss, aber ja, die nächste Kandidatin ist tatsächlich eigentlich eine ganz liebe, die mir in diesem Format sogar, glaube ich, noch ein bisschen sympathischer werden wird. Hallo, ich bin Melody Hase. Ich bin Reality-Star. Ich wurde sogar um 20.15 Uhr geboren. Primetime, Baby. Ja, Melody, die war zum Beispiel bei X on the Beach, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren. Und das erste Video, in dem sie vorgekommen ist, das wurde damals gesperrt und ich hätte fast einen Strike bekommen, weil man kurz ihre Schamlippen gesehen hat. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Melody, dafür. Tara hat mit ihr ähnliche Probleme und auch das hat, wenn man so möchte, wieder mit ihren Schamlippen zu tun. Ja, mit Melody habe ich bei X on the Beach sehr stark angeeckt, weil sie sich mir gegenüber sehr unkorrekt verhalten hat. Ja, und deswegen haben die beiden damals ganz doll gestritten. Ob sie diesen Streit beilegen können, schauen wir mal. Und stattdessen gucken wir uns nochmal den nächsten und ich glaube sogar schon letzten Kandidaten an. Und da kann ich mit Fug und Recht sagen, den habe ich noch nie gesehen. Und das ist, wenn ich das sage, für den wirklich sowas wie eine Beleidigung. Weil das bedeutet, dass er noch nie in einem relevanten Format vorgekommen ist. Hallo, ich bin der Louis. Oh, Tara. Wer bist du? Maus. Hi. Schönste Stadt der Welt, komme ich hier aus Wien. Das ist Hanna. Ah, stimmt, Louis, doch, der war ja mal, der hat mal, bin ganz ehrlich, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wo der herkommt. Louis, what the fuck is Louis? I don't know. Ich bin jetzt nicht wie in Deutschland diese ganzen Reality-TV-Stars. In Deutschland kennt man mich, glaube ich, nicht. Bekannt bin ich wegen Tinder-Reisen. Und ich war bei Forsters Rampensau und das habe ich gewonnen. Tinder-Reisen, das ist übrigens so ein Format, wo ich mir auch mal vorstellen könnte, das zu machen. Das ist so ein bisschen wie Walter, nur in jünger und schlimmer. Ihr könnt mir immer in die Kommentare schreiben, ob ihr theoretisch Bock drauf hättet, dass ich mir das mal anschaue. Aber gut, dann gucken wir mal, wie es in der Serie weitergeht. Vorerst stellt man sich aber mal die Frage, welche Orientierung Louis eigentlich hat. Das ist bei ihm wohl nicht ganz so eindeutig. Ist er überhaupt am Suchen in meinem Teil? Ja, das hält drauf. Ach so. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Entschuldigung. Und dann ist mir plötzlich aufgefallen, es gibt doch noch eine Kandidatin und auch die ist schon echt oft vorgekommen und ich habe sogar eins meiner ganz wenigen Interviews mal mit ihr gemacht und damals fand ich sie eigentlich ganz sympathisch, aber vielleicht habe ich auch eine Geschmacksverirrung gehabt, das weiß ich nicht mehr so genau. Sawadika, Kapkun Krak, Massage kann ich auch. Ich bin die Lena und man kennt mich aus dem Fernsehen. Das stimmt, sie war unter anderem schon mal bei Temptation Island und bei Prominent getrennt. Und sonst fällt mir gerade eigentlich gar nichts mehr ein. Ich glaube, neben Louis gehört sie da auf jeden Fall eher zu den Unbekannten. Ich würde mich, glaube ich, noch nicht ganz so als Reality-Star bezeichnen, aber ich bin schon auf einem guten Weg. Und dieser gute Weg ist insbesondere gepflastert mit einem guten Körper. Dieser Meinung ist vor allen Dingen auf jeden Fall Tommy. Denn wir wissen ja, der datet ja alles, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Und manchmal klettert er die Bäume auch noch hoch. Lena sieht schon sehr gut aus. Lena, willst du was zu trinken? Ja, ich würde gerne was nehmen. Trebelfarm. Okay, damit ist der Cast also endlich zusammengestellt. Allerdings haben die Promis ja immer noch gar keine Ahnung, was sie jetzt überhaupt machen müssen. Noch sind sie allerdings gut gelaunt, mit Betonung auf noch. Jetzt geht es wirklich los. Ich habe jetzt schon Lust, dass es losgeht. Dass wir starten, dass ich weiß, um was geht's genau. Okay, und um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, damit ihr eine Ahnung habt, aber das sagt ja letztlich auch schon der Name. Es geht natürlich in erster Linie darum, dass man durch Thailand ziehen muss. Und zwar als Backpacker und ganz komischerweise ohne ganz doll viel Luxus. Das Abenteuer Reality Backpackers startet jetzt! Auf dem Jeep befinden sich die vorbereiteten Rucksäcke der zukünftigen Backpacker mit ihrer Kleidung, ihren persönlichen Gegenständen sowie ihrer Kosmetik. Und an dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, wurde es doch relativ deutlich, dass meiner Meinung nach die Promis schon sehr genau wissen, worum es da geht. Weil ich meine, wenn man euch sagt, ja, hier, ihr müsst persönliche Gegenstände auswählen und packt mal alle Sachen, die ihr braucht, irgendwie in so einen Koffer und so viel Platz darf das verfügen, dann weiß man doch ungefähr, worum es geht, oder? Aber gut, Tommy spielt seine Rolle trotzdem erstmal ganz vernünftig. Für so ein Format habe ich nicht unterzeichnet. Ich hasse Wandern. Ich hasse Wandern. Also, ich verstehe auch nicht, warum Leute Wandern mögen. Oh la la, nein. Also ich persönlich mag Wandern, wobei ich Spazierengehen noch ein kleines bisschen mehr mag. Aber wer bin ich schon, denn ich bin nicht in diesem Format. Ehrlich gesagt, glücklicherweise, denn alle, die da sind, haben da überhaupt keinen Bock drauf. Wollt ihr uns verarschen oder das was? Das macht mir keinen Spaß. Wisst ihr, wie schwer die Taschen sind? Ey, warte mal.
Oh mein Gott, das ist voll schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich um Backpacking geht. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Kandidaten das eigentlich vorher schon wussten. Aber nun könnte es ja eigentlich losgehen, wenn Cosimo nicht jetzt schon fast gestorben wäre. Denn merkwürdigerweise war es gar keine gute Idee, bei 33 Grad in der Sonne eine halbe Flasche Sekt zu trinken. Das ist aber auch merkwürdig. Ich weiß nicht, wie lange ich gehen kann am Stück. Warum habe ich so viel getrunken? Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, deswegen kann ich es nicht sagen. Wandern, laufen. Cosimo. Mama, warte. Aber spielt Cosimo hier vielleicht nur eine Rolle? Zuzutrauen wäre es ihm ehrlich gesagt. Und irgendwie kommt er damit auch immer tatsächlich durch. Denn wenn er die schweren Sachen nicht trägt, dann macht es halt jemand anders. In diesem Falle natürlich eine Frau. Die sind ja bekanntermaßen das starke Geschlecht. Ja, es ist okay. Ich helfe jetzt Cosimo mit seinen Sachen. Aber gleich muss er die selber tragen. Da war ich schon sehr verwirrt, als Christina mit Cosimos Rucksack wiederkam. Dachte ich mir, okay, Cosimo kommt bestimmt mit 4 Rucksäcken wieder. Ich bin nicht so der Sportlichste. Bei mir kann sein, nach 2 Stunden Beinschmerzen, so weißt du. Grundsätzlich muss man aber sagen, Christina ist, glaube ich, eine ziemliche Powerfrau. Und sie hat auch Bock, das Format zu gewinnen. Weil das eigentlich schon fast gar keinen Sinn mehr ergibt, weil 80% der Gewinnsumme ja sowieso schon weggeklaut wurden. Ich sehe zwar künstlich aus und ne, alles schön und gut, schickimicki. Aber wenn es hart auf hart kommt, schmeiße ich die Hälfte weg und ich schlafe sogar auf dem Boden nackt, wenn es sein muss. Das wird uns hoffentlich erspart bleiben, würde ich ehrlich gesagt sagen. Und jetzt stellt sich natürlich immer noch so ein bisschen die Frage, okay, es gibt jetzt einen Jeep, es gibt Rucksäcke, jetzt müsste es ja aber eigentlich auch noch Teams geben. Zum Glück ist Melody ein bisschen klüger als der Rest, wobei das in diesem Fall halt auch nur bedeutet, dass sie unfallfrei geradeaus laufen kann. Mir ist aufgefallen, dass verschiedenfarbige Tags an den Rucksäcken sind. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass gleichfarbige Tags meinten, du bist in einem Team. Ja, und so ist es dann tatsächlich auch und wir schauen mal, wie die ersten Teamzusammenstellungen sind. Und wenig überraschend ist so keiner hundertprozentig glücklich damit, was glaube ich einfach daran liegt, dass das alles wahnsinnig beschissene Teamplayer sind. Cosimo, du hast es gelb, ne? Ich hab gelb. Das heißt, ich bin in einem Team mit Cosimo. Okay, Cosimo, bist du bereit, deine erste Chance zu gewinnen? Yeah. Okay, let's go. Ich bin gespannt, wie das Team Tara und Christina funktionieren wird, weil die haben nicht viel gemeinsam. Ich glaube ein bisschen, die werden aneinander geraten, leider. Ja, safe. Ich bin mit Louis in ein Team und es war so am Anfang. Ich bin ehrlich, die ersten 3 Sekunden. Okay, ich habe das Gefühl, vielleicht muss ich jemanden erziehen. Ich kann mit 3 Orangen kann ich jonglieren. 2, es sind 2. Bleiben noch Lena und Tommy und auch die bilden natürlich ein Team. Und auch deswegen darf Lena jetzt nochmal vorlesen, was jetzt eigentlich genau passiert. Denn sie hat tatsächlich mal gesagt, sie würde gerne Fernsehmoderatorin werden. Ja, da sehe ich sie jetzt persönlich eher nicht. Das Ziel von Reality Backpackers ist es, genau diese Traumvilla am Ende eurer Reise wiederzufinden. Gemeinsam müsst ihr abenteuerliche Routen und Missionen meistern. Das kriegen wir hin. Ich weiß, dass es sehr hart wird, weil ich die Sonne jetzt schon sehr extrem fand. Und denke mir, wenn wir loslaufen, wird's richtig übel. Hoffentlich, das möchte ich nämlich sehen. Erstmal geht's jetzt aber ganz offiziell los. Und zum Glück, das finde ich ehrlich gesagt auch ganz gut gelöst, starten auch nicht alle am gleichen Punkt. Jetzt wird es ernst. 4 Jeeps stehen bereit, um die Teams an 4 verschiedenen Standorten auf der Insel auszusetzen. Jedes Duo hat eine individuelle Route, um den Weg zur Villa zurückzufinden. Und du musst dir jetzt eigentlich mal die individuelle Route anschauen, um mich wiederzufinden. Das ist nämlich der rote Button da unten. Insofern würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank an der Stelle. Und ja, dann kannst du jetzt endlich richtig losgehen. Und obwohl sie jetzt schon 7 Karten gelesen haben und ihnen das 9-mal erklärt wurde, haben die Promis das immer noch nicht so richtig kapiert, was jetzt passiert. Ey, die setzen uns jetzt hier aus. Richtig! Ab jetzt heißt es, meistert die Missionen auf den Routen und findet den Weg durch die Natur zum jeweiligen Schlafplatz. Um den Weg zurück zur Villa zu finden, erhalten die Backpacker 3 Gadgets. Einen Kompass, 4562 Baht, umgerechnet 150 Euro, und ein altes Handy aus den 90ern. Darin gespeichert die Nummern aller Teams. Krass, also quasi nur Gadgets, die die Promis wahrscheinlich überhaupt nicht benutzen können. Aber immerhin haben sie ja eine Sache auch noch, denn ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Teams zusammengestellt wurden. Einige haben ja was geklaut. Und wenn man so möchte, ist das, glaube ich, das beste mögliche Gadget. 5640. Und dann habe ich ja noch hier Geld drin. Woher ist denn das jetzt? Hier, da war so eine Kiste, habe ich mir einfach was mitgenommen. Apropos Kiste, das ist dann übrigens das, was sie immer im Verlaufe eines Tages finden müssen, nämlich die sogenannte Karma-Kiste. Und in der Karma-Kiste ist dann eine Botschaft, eine Herausforderung, irgendwie ein Goodie. Und in diesem Fall ist es einfach nochmal eine Erklärung. Ich weiß gar nicht, wie oft den Promis das jetzt schon erklärt wurde. Vielleicht haben sie es jetzt aber endgültig kapiert. Naja.
Wahrscheinlich nicht. Euer Tagesziel ist daher, eure Routen und euren Schlafplatz zu finden. So kommt ihr langsam der Villa wieder näher. Schon bald geht die Sonne unter. Das bedeutet, dass ihr euren Schlafplatz aufsuchen müsst. Genauer gesagt auf der Trauminsel Koh Samui. Sie sind an 4 verschiedenen Punkten ausgesetzt worden. Nun müssen sie sich ihren Weg quer über die Insel bahnen, um zur Traumvilla zurückzufinden. Eure erste Route, das Dorf der Fischer, ist nicht weit. Findet den Eingang und hört auf das Meeresrauschen. Leider sind Teile der Route verloren gegangen. Vielleicht können die anderen Backpacker euch helfen. Viel Erfolg. Warum zum Teufel guckt Louis die ganze Zeit sein Handy dabei an und schwankt? Keine Ahnung. Andere Teams sind da schon einen Schritt weiter und versuchen dann mit Hilfe des Kompass den Weg zu finden. Aber dazu müsste man erstmal verstehen, wie ein Kompass funktioniert. Und das ist ja schon sehr kompliziert. Leute, ich hatte so eine Scheiße und einen Namen. Na, glaubt ihr das? Ich glaube der Pfeil. Ich glaube, dass das Norden ist. Junge, ich fick mich gerade damit. Mein Gefühl sagt da lang. Ja. Fickt euch. Ich will nicht mehr darüber weiterreden. Christinas Tonfall ist auf jeden Fall immer ein sehr spezieller. Ich muss sogar sagen, in solchen Formaten mag ich das eigentlich. Aber für so eine mondäne Frau wie die Dara ist das natürlich überhaupt nichts. Denn die drückt sich jetzt nicht so gossenhaft aus. Ich persönlich finde es immer wieder erschreckend, wie ausfallend viele Leute im TV werden. Das ist gar nicht mein Stil. Das ist nicht mehr zum Lachen, aber egal. Das ist, glaube ich, glatt gelogen, weil Tara früher im österreichischen Fernsehen noch wesentlich härter drauf war, oder? Aber okay, mal gucken, ob die als Team zusammenwachsen. Spoiler, natürlich nicht. Und andere Teams haben auch so ihre Probleme. Und damit meine ich gar nicht unbedingt die Route zu finden. Das klappt sogar einigermaßen. Allerdings möchte man auch ein bisschen zu sehr die Route zueinander finden. Ich wäre nicht abgeneigt, wenn es zu einem Flirt kommen würde, weil ich meine, ich bin Single und warum nicht, ne? Wir gehen dann. Darf ich mich einhaken? Kannst du dich einhaken. Lena und Tommy haben auch wirklich ein Talent, aus allem ein Dating-Format zu machen. Ich glaube, das würden sie sogar schaffen, wenn sie irgendwann mal vor Gericht stehen und das dann übertragen wird. Interessante Vorstellung. Ein Team, interessanterweise ausgerechnet Melody und Cosimo, waren dann die ersten, die tatsächlich ihre Karma-Kiste des Tages gefunden haben. Naja, liegt wahrscheinlich daran, dass 80% der Zeit das Gepäck von Cosimo vorhin ja noch von Christina getragen wurde. Cosimo, hier ist eine Kiste. Was sucht deine Noch so eine Kiste, Karma-Kiste. Oder? Willst du? Was? Oder soll ich kommen? Halt mal. Ist das Schlange? Halt mal. Shit. Glückwunsch, ihr habt die Karma-Kiste und somit das fehlende Stück der Route von einem anderen Team. Wenn euch die Mauer den Weg versperrt, folgt dem Pfad nach Südwesten. Also mit anderen Worten, die beiden haben später die Möglichkeit, einem anderen Team zu helfen. Und das könnten zum Beispiel Christina und Tara gut gebrauchen, denn die haben auf ihrer Route irgend so eine Fähre genommen und dafür muss man natürlich dann auch was blechen. Und irgendwie ist die merkwürdig teuer. Fast könnte man denken, dass Join da seine Finger im Spiel hatte. Thank you. How much? 8,000 Baht. Das ist ja Abzocke. Wieso denn so viel? Wollt ihr mich verarschen? Da ist ja die ganze Kohle weg. Die sind schlau, ne? Das ist das Geld, was ich genommen habe. Ich weiß. Ich habe in der Villa mitbekommen, dass sie Geld eingesteckt hat, aber ich wusste nicht, wie viel. Warte, lass ihn mal zählen, der vertraut uns nicht. Ist okay? Ja. Ihr habt es schlau gemacht. Weil das Geld wird uns direkt wieder weggenommen. Ja, trotzdem wird diese Sache mit dem Geld allerdings noch für einige Aufreger sorgen und unter anderem für einen der krassesten Ausraster sorgen, die ich seit langem im TV gesehen habe. Vorerst nimmt Christina das allerdings mit Humor, hofft nur, dass die anderen Teams genauso behandelt werden. Und an dieser Stelle noch eine wichtige Durchsage. Schöner Hundepimmel, den man da gleich sieht. Ich hoffe, ihr macht das mit Tommy auch, ne? Weil das kann nicht sein, 8000 für so eine Bootsfahrt, Alter. Keine Sorge, Christina, der Zahltag wird kommen. Bevor der Zahltag dann allerdings kommen kann, beenden alle Teams ihre Tagesroute und sind dann am Ende an ihrem Lagerplatz angekommen. Und merkwürdigerweise ist der Lagerplatz gar kein 5-Sterne-Hotel. Also ich meine, das hätte man bei so einem Format jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Naja, wobei die Promis halt irgendwie doch. Oh, ich habe mir eine größere Unterkunft gewünscht. Und ich persönlich muss sagen, auch wenn ich jetzt kein ganz großer Zeltfan bin, das sieht doch eigentlich sogar ganz okay aus, oder? Und wenn man den ganzen Tag in der Hitze gewandert hat, ist es doch am Ende, glaube ich, auch ein bisschen egal, wo man schläft. Also zumindest sehe ich das so. Die Hilfsersatzpromis natürlich nicht. Warum tun die uns das an, hey? Ich schwöre dir. Ich glaube, ich habe entweder einen Mülleimer oder eine Toilette gefunden. Einmal doch, hätte ich gewusst, dass wir im Wald schlafen müssen. Ist die Toilette? Hätte ich mehr Gage verlangt. Cosimo, ist das der Mülleimer oder die Toilette?
Und wisst ihr was? An dieser Stelle hätte mich mal sehr interessiert, was die Stars hier zum Beispiel für eine Gage bekommen. Bei manchen Formaten wie Kampf der Reality Stars oder Dschungelcamp, da kann man das ja immer einigermaßen ganz gut herausfinden. Aber bei so einem Format habe ich gar keine Vorstellung. Hast du einen oder weißt du das vielleicht sogar aus irgendwelchen Gründen? Wenn ja, schreib es mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Auch die anderen Teams schauen sich dann natürlich die Unterkunft mal ganz genau an. Und naja, man muss natürlich auch irgendwie seine Notdurft verrichten. Und das geht dann allen wirklich viel zu weit. Auch wenn das doch eigentlich ganz gut gelöst wurde. Das ist ein Plumpsklo. Ich setze mich da jetzt nicht auf irgendein Ding und... Was ist das denn? Das geht nicht. Ich gehe ja irgendwo ins Gebüsch hier. Wie machen denn die Tiere hier alle? Kein Problem. Die Tiere des Dschungels kann ich zufällig sehr gut nachmachen. Die machen nämlich ungefähr... Bin mir gerade unsicher, was für ein Tier das war. Aber okay, am Ende trauen sich dann jedenfalls alle doch in die Zelte. Aber Angst vor Tieren, das haben sie auch. Da oh Gott, nichts. Was ist denn hier eine Schlange? Ich mache jetzt Pipi, kannst du mal bitte zumachen? Ja. Danke. Ich gehe ein bisschen weiter weg, weißt du dann? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das treffe. Ich glaube, du musst dich also hinsetzen, weiß ich nicht, ob das noch ist. Weil vielleicht habe ich ein bisschen da hingepinkelt, so über den Rand. Alles gut, ich finde schon eine Position. Diese leuchtenden Schuhe von Melody sind übrigens ganz cool, oder? Ich weiß gar nicht, ob sie die jetzt irgendwie anhatte, weil sie mir sowas gerechnet hat oder ob das jetzt ein komischer Zufall ist. Na gut. Auf jeden Fall klingelt dann bei Cosimo und Melody irgendwann plötzlich das Telefon und Louis und Cecilia sind dran. Die sind nämlich an dem Punkt, wo ihnen jetzt plötzlich was fehlt und vorhin haben ja Cosimo und Melody in ihrer Karma-Kiste was gefunden, was einem anderen Team helfen könnte. Aber werden sie auch helfen? Eine Mauer, ja, 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 ja. Ah, dann sind wir euer Mann hier gerade. Okay, aber wartet ganz kurz. Wenn wir mal irgendwas brauchen, dann helft ihr uns auch, okay? Ja. Dieses Ja, kann ich an dieser Stelle ja übrigens auch schon mal spoilern, wird natürlich ein Nein und auch für sehr viel Ärger sorgen. Allerdings sind Melody und Cosimo wirklich, glaube ich, relativ liebe Menschen. Also zumindest für so Möchtegern-Hilfsersatz-Promis. Und deswegen geben sie das einfach weiter. Hervorragend vorgelesen mit Schullicht. Folgt dem Pfad nach Südwesten bis zur Hauptstraße. Geht 1,5 Kilometer nach Nordwesten. Rechts führt euch ein Weg raus aus dem Trubel ins Grüne. Zwischen den Palmen findet ihr euren ersten Schlafplatz. Schön. Damit sind auch Cecilia und Louis dann irgendwann am Ziel. Fehlen nur noch Tommy und Lena. Aber die haben andere Dinge vor. Wie gesagt, die machen echt aus allem eine Dating-Show. Ich glaube, hier kannst du ganz kurz am Mul sehen. Tommy? Ja? Was war das für eine Aktion? Hä? Was war das jetzt für eine Aktion? Was denn? Ich weiß nicht. Was ist immer so? Genieß einfach die Sicht, so, okay. Weißt du? Ob Tommy diese Nacht schon in Lena schläft und was so in der nächsten Folge passiert? Naja, das finden wir dann hoffentlich gemeinsam in der nächsten Woche raus. Also würde mich zumindest sehr freuen. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich jetzt natürlich auch noch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun magst, dann folgt mir doch sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich habe mir nämlich tatsächlich in diesem Jahr vorgenommen, irgendwann den blauen Haken zu bekommen. Also ich glaube, den kann man sich mittlerweile auch einfach kaufen. Aber ich hätte den ganz gerne, ohne ihn zu bezahlen. Naja, wäre cool, wenn du mir dabei helfen würdest. Streng genommen musst du das jetzt aber sowieso wieder tun, ne? Denn sonst musst du jetzt mit Christina in einem Zelt voller Schlangen schlafen. Und damit meine ich auch andere Schlangen, also nicht nur sie.